In Berlin hat die Polizei begonnen, das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 zu räumen. Schon in der Nacht ging das nicht reibungslos vonstatten. Die Beamten stießen vor und im Gebäude auf Widerstand. 1500 Beamte aus 8 Bundesländern waren und sind im Einsatz. Liebig 34 gilt als ein Symbolobjekt der linksradikalen Szene in der Hauptstadt. Und vor Ort in Berlin ist mein Kollege Martin Adam vom RBB. Was spielt sich denn da in und an dem Gebäude ab? Im Moment, man sieht es hier hinter mir, ist die Kreuzung Riegerstraße, Ecke Liebigstraße, also vor dem Gebäude Liebigstraße 34, nach wie vor gesperrt. Aber es ist relativ ruhig. Also die Polizei steht hier, man sieht zum Teil auch, wie auch Rammböcke und ähnliches Einsatzwerkzeug aus dem Haus schon herausgebracht wird. Also es sieht schon fast ein bisschen nach Abbau aus. Das war in den letzten Stunden ganz anders. Heute Morgen um 7 ist der Gerichtsvollzieher hier erschienen, um den Räumungsbeschluss zuzustellen, in Begleitung von 1500 Polizisten aus 8 Bundesländern. Diese komplette Kreuzung inklusive der anliegenden Straßen ist gesperrt worden. Und da kam es zum Teil wirklich zu heftigen Begegnungen zwischen Polizeieinsatzkräften und Demonstranten, die sich solidarisch zeigen mit dem Hausprojekt und die Räumung verhindern wollen. Da gab es Rangeleien, da sind Steine und Flaschen geworfen worden. Auch heute in den frühen Morgenstunden, also bevor um 7 hier der Gerichtsvollzieher ankam, sind Feuerwerkskörper geflogen. Also da ging es zum Teil auch gewalttätig zur Sache. Die Polizei selbst hat Probleme gehabt, in das Haus vorzudringen. Wie man hört, wir als Journalisten können nicht reinschauen, aber wie man hört, haben die Bewohnerinnen dort auch Mauern aufgezogen und generell also sich verbarrikadiert. Und die Polizei musste da zum Teil auch mit Kettensägen und Trennschleifern vorgehen. Dort hinter mir sieht man einen grünen Balkon über dem Polizeiräumpanzer, der seit heute Morgen dort steht. Über diesem Balkon sind dann nach und nach Bewohnerinnen aus dem Haus gebracht worden. Momentan ist nicht klar, ob das Haus schon leer ist oder ob noch Bewohnerinnen da drin sind. Das Haus soll ja ein Rückzugsort der linksradikalen Szene sein. Was weiß man darüber? Es ist ein symbolisches Haus auf jeden Fall. Nach der Wende sind in Berlin über 130 Häuser besetzt worden. Und die Liebigstraße 34 und die Riegerstraße 94, also ein Haus ein paar Meter weiter nur, die sind symbolisch quasi die letzten Überbleibsel dieser Besetzerszene. Gerade hier im Friedrichshain-Kreuzberg ist sehr viel besetzt worden. Die meisten dieser Häuser sind geräumt, schon vor Jahren auch geräumt worden. Das heißt, dieses Haus hat vor allem einen symbolischen Wert als letztes Einhorn gewissermaßen der Besetzerszene. Gleichzeitig gibt es berichteweise, ist es ein Rückzugsort tatsächlich, also sollen Menschen auf der Flucht gewissermaßen vor der Polizei dort untergekommen sein. Belegt, soweit ich das nachvollziehen kann hier vor Ort, ist das allerdings nicht. Es ist vor allem auch auf einer zweiten Ebene ein Wohnhaus gewesen. Selbst hat sich das Projekt immer als anarcha-queer-feministisches Hausprojekt bezeichnet. Das heißt, es sollte ein Rückzugsort auch in diesem Sinne sein, dass dort Menschen, die sich selbst von der Gesellschaft auch gewissermaßen ausgegrenzt gefühlt haben, per Definition alle, die nicht heterosexuell männlich sind, das war immer der Gedanke dahinter, sollten dort ein sicheres Zuhause finden. Und damit ist dieses Haus also auf zwei Ebenen symbolisch bedeutsam für die linke Szene in Berlin. Aber was bedeutet es denn eben dann für die einschlägige Szene, wenn das Haus nun geräumt wird und dann leer steht? Die Verteidiger dieses Hausprojektes und auch ähnlicher besetzter Häuser wie eben hier in der Riegerstraße 94 argumentieren immer, dass diese Häuser vor allem für Vielfalt in der Stadt stehen. Für das, was Berlin so interessant macht, das ist immer das Argument. Wenn man diese Häuser jetzt räumt, dann verliert also vor allem Berlin Vielfalt. So ist auch zum Teil hier argumentiert worden von der grünen Bürgermeisterin Monika Herrmann in Kreuzberg-Friedrichshain. Für die linke Szene in Berlin, ja, ist es, glaube ich, vor allem auch ein symbolischer Verlust. Natürlich war das ein Treffpunkt, aber ich glaube, es geht da jetzt weniger um strategische Bedeutung, sondern ja, es ist, glaube ich, eher eine symbolische Größe, die da jetzt wegfällt. Und weiß man, wem das Haus gehört und was dann nach der Räumung mit dem Gebäude geschehen soll? Das Haus gehört einem Immobilienunternehmer, Goran Padovic heißt er, der jetzt hier auch die Räumung veranlasst hat. Er hat das Haus gekauft 2008 in einer Zwangsversteigerung. Die Bewohnerinnen, 40 an der Zahl, konnten dann 10 Jahre lang dort mit Gewerbevertrag wohnen. Und seit 2008 ist der ausgelaufen. Und Herr Padovic wollte das nicht verlängern. Diesen Gewerbevertrag, also Mietvertrag, war es ohnehin schon nicht. Er wollte das nicht verlängern. Seitdem geht der Streit hier.
Was jetzt sein Plan mit diesem Haus ist, ist unklar. Dazu liegen mir jetzt keine Informationen vor. Mutmaßlich, wie mit all den anderen Häusern, die geräumt wurden, werden die Wohnungen saniert und werden dann als Wohnraum vermietet. Aber das ist jetzt auch ein bisschen Spekulation zugegebenermaßen, weil offizielle Informationen dazu gibt es nicht. Danke, Martin Adam in Berlin.